Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Painkiller Bundle von Ming. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Painkiller von Ming, das Ganze am 11. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, lange angekündigt, dann leider diverse Male verschoben, am 11. Dezember dann schlussendlich erschienen. Das Bundle von Ming. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich, Painkiller. Dann haben wir hier einen Film, eine DVD zu dem Film Knorks. Einen Sticker, der hier scheinbar signiert wurde. Und dann haben wir hier noch ein Poster mit dabei. Ja, also vier Inhalte hier mit dabei. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Unten lesen wir einmal den Albumtitel Painkiller, oben rechts Ming. Dann haben wir hier scheinbar eine Matratze, oder sieht so aus wie ein Bett, ja. Hier oben einmal so ein nackter Fuß, den wir so auf dem Knöchel sehen können. Und dann hier so diverse Utensilien. Also unter anderem haben wir hier irgendwelche Kapseln, also Medizin oder irgendwelche Schmerzmittel. Dann haben wir hier zwei Messer, ein Bügeleisen, ein Feuerzeug. Dann sehen wir hier noch Ming. Also die Maske von ihm und darunter dann Painkiller, der Schriftzug. Ja, das Ganze kommt in einem regulären Toolcase, hier auch wieder mit Painkiller beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die Fratze, zweifach und die Tracklist. 15 Tracks an der Zahl, keinerlei Features hier mit dabei. Es gibt auch keinen Barcode, denn soweit ich weiß, gibt es dieses Album physisch wirklich nur im Bundle. Digital natürlich zu kaufen oder zu streamen, aber rein so das physische Produkt gibt es, glaube ich, nicht zu kaufen, regulär, also separat, sondern wirklich nur in Verbindung mit dem Bundle. So, von innen sieht das Ganze so aus, dass wir hier einen Einleger haben, also leider kein Booklet, sondern hier nur diesen Einleger. Hier haben wir den Ming-Schriftzug nochmal in schwarz und rot. Und das Album an sich kommt wieder hier in der Cover-Optik und dahinter auch nochmal. Jawohl. Gut. Dann packen wir das Jewelcase mal zur Seite und kommen zur DVD. Das ist, soweit ich mich erinnern kann, wirklich eine Premiere, dass man hier wirklich einen richtigen Film beilegt. Weil DVDs gibt es ja häufiger in so Bundles oder Boxen, die dann irgendwie Making-of oder Videoclips oder sonst was beinhalten. Aber das hier ist wirklich ein quasi Kinofilm, der hier auf DVD erschienen ist. Knorks nennt sich das. Ja, das Cover ist etwas verstörend, meiner Meinung nach. Wir haben hier irgendwie eine, was ist das, eine Schaufensterpuppe und einen Oktopus, der hier irgendwie über diese Schaufensterpuppe drüber gelegt ist. Dann ein Hühnchen. Hier oben haben wir noch einen Puppenkopf und einen, sieht so aus wie ein enthaupteter Plüschteddy, also irgendwie so ein rosa, weißer Teddybär, dem man hier irgendwie den Kopf abgerissen hat. Und im Eck ist dann sogar auch noch der Terminator am Start, zumindest sein Kopf. Ja, also hier ist echt einiges los in dieser Badewanne. Sieht so aus wie eine Badewanne für mich. So, hier lesen wir noch, was lesen wir hier? Ein Film von Chuck Whisky. Echt schwer zu lesen hier, dieses hellgrün. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite lesen wir For Promotional Only. Diese DVD dient nur im Sinne der Werbung. Wir empfehlen keine Weitergabe an Kinder oder Personen unter 18 Jahre. Ja, also der Film hat hier irgendwie kein Logo oder irgendwas bezüglich Altersfreigabe, aber wie wir hier oben lesen, eben ab 18 Jahren der Film. So, zum Inhalt. Irgendwo hinter Belitz braut sich etwas zusammen, denn genau hier liegt das weiße Gold vergraben. Doch Obacht, wer zu tief bohrt, könnte auf Dinge stoßen, die besser im Verborgenen bleiben. Früher war Sven beim BND, heute arbeitet er als Freelancer und nimmt Aufträge über das Darknet entgegen. Sein neuester Auftrag führt ihn zurück in eine kleine Stadt hinter Belitz. Beruflich war er vor Jahren schon einmal an diesem Ort. Nach einem anfänglichen Siegeszug stößt er bald an seine Grenzen und gerät ins Fadenkreuz einer Organisation, deren Pläne er durchkreuzt hat. Zwischen Hühnerinnereien und Fischresten entfacht ein Krieg um die Vorherrschaft im Kristallgeschäft.
Gier, Verrat und Missgunst treiben die Spirale der Gewalt immer weiter an. Als Sven von seiner Vergangenheit eingeholt wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Er könnte es schaffen, wären da nicht Haro und Gerd. Ja, also so viel zum Inhalt. Der Film läuft ja 1:40, also 100 Minuten. Dann hier noch die Beteiligten. Dann schauen wir mal ins Innere. So, auch hier kein Booklet. Hier ist die DVD. So sieht das aus. Und auch hier auf der DVD wieder diese Szene hier aus dem Badezimmer, die wir schon vom Cover kennen. So, als nächstes haben wir hier einen Sticker mit dabei. Der kommt hier quadratisch in so einer Bilderrahmenoptik. Oben Türkis Ming, darunter Danny Trejo. Ist ja auch ein Track auf dem Album gewesen. So, und jetzt stellt sich mir nur die Frage, ob das hier so gedruckt ist oder ob das hier nachträglich signiert wurde. Aber ich glaube tatsächlich, dass der hier signiert wurde. Also, dass man den Sticker so regulär eben produziert hat und dass man dann hier mit diesem blauen Stift unterschrieben hat. Also, hier hat sich Ming verewigt. Also, ein signierter Sticker. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir mit dabei ein Poster. Ja, und wie erwartet haben wir hier wieder diese Szene. Ja, ich glaube fast, es ist eine Dusche. Also hier unten von einer Dusche, also diese ja, Duschwanne oder wie man das nennt. Weil für eine Badewanne ist dann doch zu klein, weil hier ist eben die Begrenzung. Und hier ist der Abfluss und es wirkt auch eher etwas quadratisch. Wir sehen auch hier noch den Schlauch, wenn auch abgeschnitten. Also es sieht eher aus wie so eine Dusche. Ja, also das Cover hier mit dem Schriftzug unten. So sieht das aus im Hochformat. Hier oben auch nochmal ein Film von Chuck Whisky. Ja, das war's zu diesem Bundle. Zur Information, das Bundle ist streng limitiert gewesen auf 1000 Stück. Und es gab auch einen zusätzlichen Bonusinhalt, wenn man etwas Glück hatte. Ich kann ihn euch leider nicht zeigen, weil ich ihn nicht mit dabei hatte. Aber in 30 dieser Bundles gab es irgendwie ein Los, irgendein Gewinnlos. Und mit diesem Los konnte man dann eben eines von 30 Ming-Gemälden gewinnen oder hatte dann automatisch mit diesem Los eben so ein Gemälde gewonnen. Ja, das nur zur Info. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat. Dann haben wir hier den Sticker, quadratisch und signiert. Die DVD zum Film Knorks. Und natürlich das Album an sich, Painkiller im regulären Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Painkiller von Ming. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ming unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.